Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Callcenter Crasher. Im heutigen Mittwochsvideo bat mich der Scambaiter-Kollege Scamhater Jim, sein Telefonat zu veröffentlichen. Einige von euch werden ihn sicherlich noch kennen. Die Aufnahme startet leider erst nach der Begrüßung, zeigt aber im Verlauf klar, dass ein Betrüger anruft. Gezielte Fragen versteht er nicht oder will sie nicht verstehen, um sich vor der Beantwortung zu drücken. Dass diese Verschleierungstaktik nicht funktioniert, hört ihr nach dem Intro. Viel Spaß mit Scamhater Jim. Ich habe halt einfach mal die Registrierung gemacht und halt ein bisschen, wie kann man sagen, mich mal ein bisschen dafür, ein bisschen erkundigt, weißt du? Okay, sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung mit Aktien, mit Kryptowährungen? Was haben Sie früher gemacht? Erfahrung in dem Spektrum jetzt nicht wirklich. Ich habe damals bei der Bank was eingezahlt auf so ein Konto, Extrakonto, und damit wurde dann gehandelt. Also das heißt, Sie selbst haben dabei nichts gemacht? Nee, ich habe mich zurückgelehnt und habe mein Geld damit gut verdient. Also das bedeutet, Sie haben keine Erfahrung dabei, selbst meine ich. Genau, so ungefähr. Okay, dann sagen Sie bitte, Herr Leber, wie alt sind Sie? Ach, was würden Sie denn schätzen? Also wahrscheinlich so ungefähr 55 Jahre alt, oder? 55, ja, dann kommen wir, da sind wir schon ziemlich nah dran, aber ich bin, ich bin 48. 48? Ja. 48. 48. Wahrscheinlich haben wir die schlechte Verbindung. Also, ja. So wie ich sehe, Sie benutzen jetzt Festnetznummer. Und ich probiere irgendwie gut hören, weil die Verbindung ist wirklich schlecht. Und ich wollte wahrscheinlich auch nachfragen, vielleicht haben Sie auch Handynummer oder sowas. Nee, ich bin gerade, ich rufe gerade von meiner Firma aus an. Also, das heißt, Sie sind jetzt am Arbeit. Nebenbei halt ein bisschen was am Tun, aber das ist ja nichts Großes. Das ist ja, ich muss nur noch ein paar Schriften. Ich habe verstanden, weil wahrscheinlich wirklich die Verbindung ist ein bisschen so. Nicht so, ja, ist ja nicht schlimm. Ich höre Sie ja ganz gut. Okay, sagen Sie bitte, was machen Sie beruflich so allgemein? Ich bin im Handwerk tätig. Abteilungsleiter im Handwerkbereich, genau. Handwerk tätig, okay, Handwerkbereich. Und sagen Sie bitte, Sie haben bei uns Ihre Daten eingetragen, Sie wollen zusätzlich Geld verdienen. Wie sehen Sie das als Erwartung? Wie viel erwarten Sie bei uns verdienen pro Monat? Ja, also ich erwarte, meiner Meinung nach erwarte ich, dass wir einen Profit eingehen können, der wiederum als profitabler Allrounder eigentlich jedem zur Verfügung stehen kann. Und im Endeffekt, Hauptsache keine Miese. Okay, ich habe verstanden. Also, und dann sagen Sie bitte, damit wir für Sie eine richtige, genau für Sie passende Handelsstrategie im System selektieren können, wie viel verdienen Sie jetzt aktuell pro Monat? Brutto, netto? Ja, netto, pro Monat. So ungefähr einfach. Ja, so seine 5-2. 5-2? Ja. Meinen Sie als netto, ja? Genau, 5-2 netto. Okay, und dann, Sie haben bestimmt gesehen, damit Sie bei uns anfangen können, Sie brauchen 250 Euro einzahlen, stimmt? Ja, aber ich würde mehr einzahlen, weil 250 Euro ist mir ein bisschen zu wenig. Ich habe verstanden, aber ich empfehle Ihnen erstmal mit dem Mindestbetrag anfangen, System starten, die Ergebnisse sehen und dann weiter entscheiden, okay? Erstmal mit dem Mindestbetrag. Ich würde höher geben, wenn es okay ist. Ich würde gleich mehr machen. Weil 250 Euro tut mir nicht weh, das ist mir ein bisschen zu niedrig. Ich will ein bisschen höher gehen. Sagen Sie bitte, haben Sie so wie Kreditkarte, Visa, Mastercard? Kreditkarten besitze ich generell nicht mehr. Das habe ich abgemeldet, das Ganze. Ich besitze eine Banküberweisung, Online-Banking, und das war es eigentlich. Okay, ich habe verstanden. Also Sie wollen dann über Banküberweisung Ihr Handelskonto aktivieren? So, ja, wäre vielleicht schöner und besser für uns beide, ja.
Okay, dann machen wir Folgendes. Ich habe verstanden. Sie haben bei uns Ihre E-Mail-Adresse eingetragen. Ja. Gerstensaft@mailbox.org. Stimmt? Richtig, das ist meine E-Mail-Adresse, ja. Okay, und dann sagen Sie bitte, Herr Leber, so wie ich im System sehe, Sie waren auch wahrscheinlich ganz kurz bei uns eingeloggt, bei Meyer Vermögens Weltfinanzen. Stimmt das? Wo war ich eingeloggt bei Ihnen? Meyer Vermögens Weltfinanzen. Ja, Vermögenswelt Finanzen. Weiß ich nicht. Ist es die Website Okay, oder okay. was? Ach, Meier Vermögenswelt Finance. Meier heißt es, nicht Meier. Ganz Meier. genau, Meyer Vermögens Welt Finance, ganz genau, Ja, Meyer. habe ich mich schon eingeloggt auf der Seite. Da musste ich noch was nachtragen, stand dann da. Musste dann noch mein Okay, Sachstellen was jetzt angeben. sagen Sie bitte, sind Sie mit dem Computer Laptop dabei oder als Internetverbindung? Ich bin mit ja, Computer, Laptop, halt Arbeitslaptop hier rechts neben mir. Okay, dann sagen Sie bitte, haben Sie noch die Möglichkeit, sich nochmal bei Meyer Vermögenswelt einloggen und dann Ja. helfe ich Ihnen, Ihr Handelskonto aktivieren und verifizieren. Ja, ich bin schon eingeloggt. Sind Sie schon eingeloggt? Ja. Ich bin da schon drinne gewesen. Ich bin ja gleich auf die Seite, bin ich ja weitergekommen. Und dann habe ich meine Oberfläche gesehen hier mit den Paragraphen, sage ich schon, mit den ganzen Graphen, ne, mit den Aktienkursen da. Das Dashboard, das habe ich alles schon gesehen. Okay, ich habe verstanden. Dann machen wir Folgendes. Sie kriegen dann von unserer Seite auf Ihr Posteingang die Information mit dem Betreff Verifizierung. Ja, und dann machen wir erstmal Verifizierung. Eine Ja. Sekunde bitte. Wenn Sie dann bei Ihnen im Posteingang sind, dann einfach öffnen Sie bitte Ihr Posteingang, Ihre E-Mail-Adresse. Sie bekommen dann die Information von Thomas Johansen mit dem Betreff Verifizierung. Also Ihre E-Mail-Adresse. Gerstensaft@mailbox.org. Genau. Genau das bin ich. Sehen Sie schon die Information bei Ihnen im Posteingang? Ganz kurz, wer? Thomas Johansen, oder? Was sind das hier? Ganz genau, sehen Sie die Information mit dem Betreff Verifizierung? Ja, wir telefonisch bitten wir die Unterlagen für die per E-Mail Sie zu. bra ganz genau. Sie brauchen dann die Kopien vom Personalausweis oder Führerschein oder Reisepass. Einfach dann Antworten draufklicken und dann sehen Sie wahrscheinlich Büroplanerzeichen und die entsprechenden Bilder anhängen und dann senden. Aha, okay. Also, das soll ich jetzt machen, oder wie? Ja, bitte, bitte, bitte. Weil Ah. wenn Sie dann die Bilder geschickt haben, wir brauchen diese Bilder im System hochladen, eine Verifizierung machen. Das macht System dann in diesem Fall. Sie sind kein Roboter, Sie sind volljährig, ja. Und natürlich dann bekommen Sie automatisch systemgeneriert für Sie die Bankdaten, so wie Empfängername, IBAN-Nummer, BIC-Nummer und Verwendungszweck. Und dann, so wie Sie gesagt haben, können Sie im Online-Banking ganz normale Sie können ja, Inland- oder SEPA-Überweisung machen. Sie können mir jetzt schon mal die Bankdaten zukommen lassen und ich mache dann das alles hier gleich fertig noch nebenbei. Aber Sie können mir die Bankdaten dann schon mal schicken. Dann kann ich die gleich weiter eintragen, ins Online-Banking. Herr Leber, bei uns geht wir arbeiten nach Richtlinien, ja, das ist nicht meine Entscheidung selbst, ja. Wir brauchen erstmal die Kopien bekommen, im System hochladen. System macht eine Verifizierung und generiert für Sie, also bei uns, das ist, also kann man so sagen, ein bisschen automatisiert. Und Okay. ich generiere selbst keine Bankdaten von meiner Seite, Okay, ja, ich habe es verstanden. Und wo ist Ihr Hauptsitz? Wenn Sie nach Richtlinien arbeiten, wo ist Ihr Hauptsitz? Sehen Sie jetzt unsere Nummer jetzt? Ah, ich frage Sie, wo ist Ihr Hauptsitz? Unsere Filiale befindet sich in Österreich, in Wien, aber die Hauptfiliale befindet sich in der Schweiz, also in Zürich. Okay, gut, dann werden Sie auch reguliert, ist das richtig? Ja. Wer reguliert Sie?
Sagen Sie bitte, Herr Leber, wir sind jetzt dabei... Nein, bei der nein, stopp! Wer reguliert Sie? Sagen Sie bitte, warum sind Sie jetzt am Anfang so böse, Herr Leber? Na, ich frage, Sie wollen doch Informationen von mir haben, dann kann ich auch Informationen von Ihnen haben, oder etwa nicht? Herr Leber... Wenn ich Informationen gebe, dann möchte ich auch Informationen haben. Ganz einfach. Herr Leber, aber einfache Fragen an Sie gestellt. Ich rede jetzt. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, gut, passt, man kann ja alles klären miteinander. So, jetzt wollen Sie von mir meine persönlichen Daten haben, aber Sie können mir nicht ganz einfache Frage beantworten. Herr Leber, stopp. Wir brauchen Ihre Daten überhaupt nicht. Ja, dann brauchen Sie meine Daten ja auch nicht. Dann passt das ja, dann können Sie mir die Bankdaten zustellen. Wir brauchen Ihre Daten überhaupt nicht. Dann brauche ich die auch nicht senden. Aber, haben Sie mich richtig verstanden oder nicht? Wir arbeiten im System, wo wir als Menschen, als Manager, generieren keine Daten selbst. Das macht das System für uns, das ist so geregelt, eingeschränkt. Wir brauchen erstmal die Kopien vom Personalausweis oder Führerschein oder Reisepass bekommen, diese Kopien ins System hochladen, das System macht eine Verifizierung und dann... Also ist das dann ein KI-System oder was? Ganz genau. Wer hat das System entwickelt? Meinen Sie, wer hat diese Software geschrieben und reingeprogrammiert? Wer hat diese Software entwickelt Herr David Mayer, sagt Ihnen irgendwas. Herr David Mayer hat diese Software programmiert. Sagt Ihnen irgendwas. Von der ID 10T? Ja, ganz genau, Herr David Mayer. Kennen Sie diese Person oder nicht? Von der ID 10T ist das, oder nicht? Wenn es der Mann war, ich weiß es nicht, keine Ahnung. David Mayer, kennen Sie diese Person oder nicht? Nee, sagt mir nichts. Ja, dann wofür fragen Sie? Wenn Sie diese Person nicht kennen, also alle Menschen, die auf dem Finanzmarkt, kann man so sagen, beschäftigen sich, kennen den David Mayer. Sind Sie aber ganz schön frech. Und Sie sagen Sie mir jetzt, wer hat diese Software programmiert? Und genau. Dann, nein, ich kenne diese Person nicht. Wie kann das möglich sein? Kennen Sie Fabian Webernknecht? Kennen Sie den Mann? Ja, kenne ich. Ja. Weil der hat nämlich auch diese Software entwickelt und so entwickelt, dass man aber per Postident-Verfahren das einschicken lassen kann. Das wird eingescannt und im System automatisch eingetragen. Und bieten Sie auch Postident an? Also Sie wollen dann die Identifizierung oder über Postident machen, stimmt? Genau. Also das funktioniert auch bei uns. Nur über deutsche Filiale. Wahrscheinlich kennen Sie, normalerweise Postident arbeitet nur in Deutschland. Also in der Schweiz, es gibt keine solchen Möglichkeiten, über Postident über Deutschland eine Identifizierung machen. Nee, Postident gibt es überall. Also wo ich in Österreich mein Konto mit angelegt habe und alles drum und dran, weltweit. Postident ist weltweit. Postident ist weltweit. In der Schweiz gibt es nicht. Meine Tante auf Madeira, die muss auch jedes Mal mit Postident arbeiten. Und auch mit Postident wird auch im Ausland mit unterstützt. Also da brauchen Sie mich nicht anlügen. Das weiß ich, dass Herr es Leber, weltweit ist. Herr Leber, wir drehen sich jetzt im Kreis. Sehen ja, wir können uns auch noch weiter drehen. Das ist ja ganz einfach. Herr Leber, wofür brauchen wir uns im Kreis drehen? Wir sind keine Tanzer. Ja, dann sagen Sie doch, wo Sie reguliert sind, wenn das doch Frau ist. Normalerweise, wenn ich tanzen will, ich tanze mit einer Frau, nicht mit einem Mann. Ja, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, Sie tanzen mit einem Mann. Aber ich habe eine Frage. Wo sind Sie reguliert? Wo sind Sie reguliert? Warten Sie bitte kurz, ich brauche jetzt das System prüfen. Ja, prüfen Sie mal das System. Machen Sie das mal. Also unsere Regulation ist CISIC. Kennen Sie CISIC? Sie haben wahrscheinlich eine ID, oder? Nochmal, was haben wir?
Genau, dann können Sie ja mit der ID mal sagen. Nochmal, Herr Leber, machen wir vielleicht anders. Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind bei uns eingeloggt, bei Meier Vermögensweltfinanzen, stimmt? Ja, stimmt. Wenn Sie jetzt kein Vertrauen haben auf meine E-Mail-Adressen, die Kopien schicken, dann bitte, Sie können von uns, von unserer Plattform, dann selbst die Wo Kopien waren Sie noch schicken. mal, wo waren Sie noch mal reguliert? So geht einfacher vielleicht. Ist das möglich? Hallo, wo waren Sie noch mal reguliert? Wir haben die ganze Information bei unserer Plattform. Sehen Sie, Nein, Sie haben gesagt, Sie sind eingeloggt, ich oder? muss mich auch verifizieren. Wenn Sie Ihre Firma nicht verifizieren können, dann tut es mir leid. Aber ich habe eine Frage und ich möchte diese Frage bitte beantwortet haben nochmal. Ja, Wer sagen Sie. reguliert Sie? Ich habe Ihnen schon gesagt, 30. CISEC. Ja. Also Kypros Securities, hier Exchange Commission. Das ist richtig. Ganz genau. Okay. Aber es ist nicht Herr Schweiz. Leber, wenn Sie jetzt Schweiz. bei uns, wenn Sie jetzt bei uns auf der Plattform sind, Sie brauchen einfach selbst die Kopien vom Personalausweis oder Führerschein hochladen. Geht so? Ja, ich muss kurz mal die Seite wieder aufmachen. Ich habe die geschlossen, nämlich vorhin ausgesehen, weil ich so wütend war. Ich war Oh, richtig wütend gerade. wir haben die ganze Information dort, was Sie brauchen. Alles haben wir dort. Ja? Sie können dann bitte nochmal öffnen und dann alles Ja, können Sie dann sehen. ich muss kurz durchschnaufen, weil ich bin ein bisschen sauer jetzt gerade geworden vorhin, ja. Das heißt, Sie sind jetzt schon ein bisschen müde. Stimmt, oder? Nee, müde bin ich nicht, muss ja noch arbeiten. Aber ich war jetzt gerade ein Ja. bisschen sauer, jetzt muss ich wieder runterkommen, wissen Sie, ein bisschen Okay. durchschnaufen. Und ich muss Okay. jetzt erstmal kurz hier das öffnen am PC. Das heißt, Sie wollen dann alleine bei uns die Kopien vom Personalausweis oder Nee, nee, Führerschein und Kopierungsschein ich mache das jetzt schon zeitnah. Alles gut, wir können das zusammen machen, das ist kein Problem. Aber ich muss kurz gucken, wo die Dateien sind. Okay, bitte. Weil ich muss jetzt in diese Cloud wieder reingehen, wo hier mein... Ach, dieser komische Typ, der mich angemeldet hat. Und Sie sind gerade in der Schweiz, oder? Also ich habe schon Ihnen gesagt, unsere Filiale befindet sich in Wien, in Wien, also in Österreich. Die Okay, Hauptfiliale aber befindet sich, ja. die Hauptfiliale ist in der Schweiz. Ganz genau. Okay, dann ist es eine Schweizer Firma auch in dem Sitz, in dem Sinne. Ganz genau. Okay, Ganz und dann genau. muss ja die Schweiz auch die Firma regulieren. Ganz Beziehungsweise, genau. genau, und das ist aber nicht CUSEC, weil die sind nicht für die Schweiz zuständig. Herr Leber, sagen Sie mir Finma, bitte, Finma, wenn Sie was Finma, machen wollen, dann Finma, machen Sie bitte. Wenn Sie nichts Finma. machen wollen, dann Hallo. wofür diskutieren Hallo. wir sowas? Hören Sie mir Ja. zu. Finma. Bei der Finma werden Sie reguliert. Herr Leber, Bei der sagen Sie Finma bitte, werden Sie reguliert. sagen Sie bitte, heißen Sie Carlo Leber oder heißen Sie anders? Ich heiße Carlo Leber. Ich vermute laut der Regulierung, Regeln, dass sich bei Ihnen um einen Betrüger handelt, dass sofort nachdem Sie sich einer Verifizierung unterziehen müssen, haben Sie angefangen, alle möglichen Fragen zu stellen, nur nicht sich verifizieren zu müssen. Ja, aber ich habe gefragt, wo Sie reguliert werden. Wenn Sie mir diese einfache Frage als Kontobetreuer nicht beantworten können, dann frage ich mich persönlich, wer von uns beiden der Betrüger ist. Und ich bin Ich habe sicherlich Ihnen nicht. schon gesagt, wir sind bei Zeissig reguliert. Ja, dann haben Sie doch eine ID dafür, oder? Wo ich das nachsehen kann. Okay, dann Herr Leber, machen wir so. Ja, Machen komm, Sie wer bitte von uns erstmal, beiden ist der Betrüger? Wer von uns beiden ist denn der Betrüger? Wie lange arbeiten Sie denn schon in Herr dieser Firma? Leber, wenn Sie bei uns eingeloggt Nee, sind, pass dann auf, können Sie es ist alles jetzt alleine mir jetzt überprüfen, wurscht. alleine.
Meier Vermögenswelt Finance, wie lange arbeiten Sie schon mit dieser Webseite? Ich verstehe nicht Ihre Frage. Wie lange arbeiten Sie schon mit dieser Webseite Meier Vermögenswelt Finance? Wie lange? Okay, machen wir Folgendes. Eine Sekunde bitte. Ich habe verstanden, dass Sie etwas anderes verfolgen wollen. Deswegen wünsche ich Ihnen alles das, Gute. Sie ein Betrüger sind, ganz einfach. Ja, betrügen Sie Leute. Nochmal, Herr, haben Sie mich verstanden? Ich habe verstanden, dass Sie in Wirklichkeit etwas anderes verfolgen wollen. Deswegen wünsche ich Ihnen alles Gute und schönen Tag. Ist okay so? Ja, ist okay so. Mach's gut, tschüss. Dass die Betrüger sich immer häufiger für eine legale Firma ausgeben, ist bekannt, auch wenn der Typ nicht mal seinen Firmennamen richtig aussprechen konnte. Nicht eine gezielte Frage konnte er beantworten, sondern kam immer nur mit Gegenfragen und hat permanent unterbrochen. Ein Schweizer Unternehmen, dessen Mitarbeiter keinen Schweizer Dialekt spricht und die von der CISEC anstatt von der FINMA reguliert werden, völlig sinnloses Geschwafel. Eben typisch Betrüger. Ich hoffe, euch hat Scamhater Jim gefallen und ihr hört das nächste Video am Sonntag auf meinem kleinen Kanal. Bis dahin bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.